Florian Silbereisen, Sarah Hentschel? Eifersuchtsdrama wegen einer anderen Frau. Muss Sarah Hentschel sich etwa Sorgen machen? Punkt. Bald steht Florian Silbereisen wieder mit einer Kollegin auf der Bühne, der er in der Vergangenheit schon sehr nah gekommen ist. Seit kurzem ist bekannt, dass Florian Silbereisen sein Herz an Sarah Hentschel verschenkt hat. Die beiden haben sich in einem Hotel kennengelernt, in der die strahlende Schönheit damals noch arbeitete. Mittlerweile hat sie ihren Job an den Nagel gehängt und ist zu ihrem Schatz Flori gezogen, um immer bei ihm sein zu können. Obwohl die beiden sich laut Freunden sehr gut verstehen, könnte sich nun leider ein großes Eifersuchtsdrama am Mondsee abspielen. Das Eifersuchtsdrama ist vorprogrammiert. Am 1. Juli feiert Florian seine große Schlagerboom-Party in Kitzbühel. Natürlich werden auch in diesem Jahr viele namhafte Gäste auf der Bühne stehen und dem Publikum so richtig einheizen. Auch Schlagersternchen Beatrice Egli ist natürlich mit dabei. Blöd nur, dass sie und Florian sich in den letzten Jahren immer sehr nah gekommen sind. Kuscheleinheiten auf der Bühne sind bei den beiden keine Seltenheit. Für Sarah dürfte es schwierig sein, ihren Liebsten in den Armen einer anderen Frau zu sehen. Natürlich vertraut sie ihm, doch das Leben der Stars und Sternchen ist nun einmal ein bisschen anders. Da gehören pikante Flirts vor der Kamera, vielsagende Blicke und zarte Berührungen fast schon zum guten Ton dazu. Bleibt zu hoffen, dass die Beziehung von Sarah und Florian so gefestigt ist, dass auch ein kleiner Bühnenflirt ihre Liebe nicht zerstören kann.